So, jetzt sind wir hier bei Kapitel 8, Partner oder Partners. Jetzt müssen wir Asaf erstmal den Stoßzahn wieder klauen. Übrigens, danke, dass du ihn für uns auf Trab gehalten hast. Ja, tja, ich wollte euch etwas Zeit verschaffen für den Fall, dass ihr mich da rausholen wolltet. Natürlich wollten wir das. Im Ernst, danke. Ich dachte schon, das war's. Das hätte ich nie zugelassen. Dein Bruder hätte mir vielleicht was erzählt. So, ich muss wahrscheinlich hier lang, gehe ich von aus. Ja, sieht richtig aus. Ja, das wäre gleich eine lustige Bahnfahrt. Sieht zumindest auch danach aus, sagen wir es mal so. Aber Papier ist immer echt super. Fast ein Kulturschock, all diese modernen Gebäude nach den Ruinen von Häusern. Ja, die kennt man den Briten, Portugiesen, um 1800. Also nicht wirklich modern. Was war das gerade? Der Helikopter oder was? Asaf hält uns für tot. Lassen Sie mir das glauben. Also, Nadine. Und bitte nicht zu trauen. Okay? Komm. Wo geht's hoch? Da. Na los. Hier lang. Ich bräuchte meine Machete. Hilfst du mal? Kein Problem. Geh vor. Du zuerst. Besten Dank. Jo, wäre klar. Oh, ja! Ah, heilige Scheiße! Zoe! Alles gut! Ich bin okay! Das war knapp! Reden kann ich gerade gar nicht, weil ich konzentriere mich recht stark hier. Hey, voll. Wo ist Sam? Ah, ja. Hatte ich vergessen. Er kommt schon klar. Sie keine Schätze? Doch. Ich wollte gerade sagen, ich habe was gedacht, wie in einer ist. Hey, ich danke übrigens, dass du Sam nicht abgemurkst hast. Vielleicht brauchen wir ihn noch. Na bitte, gut. Positive Einstellung. Er könnte noch Vogel spielen. Feuer für uns auf sich lenken. Sich auf eine Granate werfen und uns alle retten. Genau. Nicht richtig? Ja. Er hat einen anderen Weg genommen auch schon. Kleiner Umweg. Kommst du? Würde ich, aber die Brücke hier ist gleich baufällig. Dann spring. Schmeichelhaft, dass du mir super kämpfst. Soll ich raten? Das Ding muss ich schieben. Aber es ist etwas zu weit. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Bleib da, Sam. Wir holen dich rüber. Okay, dann halt hey, zu Sam. Damit könnte es gehen. Oh, verdammte Scheiße, ist das schwer. Geh weg da. Kannst du mir helfen? Genau. Ah, wird schon schief gehen. Alles heil? Ja. Auf geht's. Na los. Verbenommen, auf geht's. Irgendwie fühle ich mich sicherer, wenn sie da ist. So, da kann ich da hochklettern? Da. Erstmal hier irgendwie hoch. Nadine, sieh mal nach, ob wir da oben was brauchen können. Ich mach das. Nein, schon gut. Na los, Süße, ich helf dir hoch. Okay. Du nur Gentleman sein. Sieh einfach zu und lernen. Hoch mit dir! Okay. Ist
da irgendwas zum Raufklettern? Eine Kiste oder sowas? Eine Stange, oder? Das sollte gehen. Ha, cool. Ich hab's. Kommt hoch. Nur zu, Sam. Alter vor Schönheit. Ach, zu liebenswürdig. Nein. Sie hat nur Angst, dass ich das umstoße und dich da zurücklasse. Dann gehe ich von jetzt an lieber zuerst. Was sagen Sie jetzt auch mal hoch hier? Ich würde ihn nicht zurücklassen. Ja, naja, sei netter. Sam, siehst du, was weitergeht? Niemand's nimmt. Wir brauchen eure Enterhaken. Okidoki, bin unterwegs. Ist auf. Ah, genau, so dreht man sich, okay. Nein, nicht. Chloe! Uiuiui. Okay, bist du okay? Ja. Gut, ich leih mir einfach eine Diensthaken und. Ich hab eine bessere Idee. Nicht bewegen. Können wir weitergehen, okay. Da? Ich sagte nicht bewegen. Nicht zu fassen. Auch du, Chloe. Danke fürs Spähen, Sam. Yeah, oh, cool. Alles klar. Hier ist eine Höhle. Vielleicht kommen wir durch sie zu den Schienen. Sie geht offenbar vor. Was für ein Weg, ey. Geh du doch vor und lass mir das Seil da. Alles klar. Bring dir nächstes Mal selbst ein Seil mit. Achtung! Hä? Springst du da jetzt nicht ran? Das wird? Okay. Lange. Was ist das? Feuer? Klar. Na gut, das sind nicht viele. Wir können. Halt! Dieser Asaf macht keine halben Sachen. Das wird eine ziemliche Show. So eine Scheiße. Shoreline. Was zur Hölle machen die? Wir haben alle umgelegt. Hey, Sam. Was? Hey. Bist du okay? Ja, okay. Du musst nämlich ruhig bleiben. Bin ruhig. Also, aufgepasst, Ladies. Wir machen's so. Ich übernehme den rechten Kerl. Ihr beide bleibt einfach. Shit! Sie meinte, sie wäre ruhig! Vorne Waffe! Improvisiert. Yeah! Eins plus mit Sternchen! Ja, toll. Was ist so scheiße hier? Oh. Ich hätte eine kleine Waffe liegen lassen. Ich denke, wir sind hinter uns. Improvisiert. Yeah! Eins plus mit Sternchen! Mach es euch noch schwerer! Arschloch! Bedank dich später. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Erstmal looten und leveln. Was ist denn der Scheiße? Oh. Oh. Mach sie fertig.
durch dein letztes Gebet! Wo ist der jetzt hin? Scheiße! Du kommst dir nicht weg! Nein. Die sind da rübergerannt! Nach Holzgreifer! Alter! Oh, hä? Also meine Teammates rennen gerade irre in der Gegend rum. Die nerven ganz schön ab, weil ich ab und zu nicht weiß, wen ich anvisieren soll und welchen nicht. Ich sehe sie! Zoe, da oben! Vorsicht! Ah, sie gefunden! Okay, ich glaube, das waren die letzten. Nadine, können wir kurz reden? Was? Ich folge nur deinem Beispiel. Ja, aber... Komm, ich lasse nicht zu, dass Shoreline den Stoßzahn bekommt. Die Panzerforst hat den Ausgang zerstört. Also kurz mal ein bisschen looten, ja? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sehen wir nach. Hab ich gar nicht zugehört. So, gut. Wohin? Was? Wo? Wir stehen da. Okay, was war hier noch? Sieht auch cool aus. Und die mit? Wenig Muni, ne? Bist du okay? Ja. Ich glaube, hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Komme. Dass man mal fragen muss, ist dir helfen, ne? Ich brauche was trinken. Fraser, geh du vor. Danke. Was ist da drin? Gut, wir sind fast am Bahnhof. Kann nicht mehr weit sein. So. Oh Gott, oh Gott, scheiße! Oh, war das jetzt unbedingt nötig? Oh, lief doch gar nicht so schlecht, ne? Okay, also dann nicht mehr weit bis zum Bahnhof. Und wieder ein Foto. Läuft bei mir mit den Fotos. Leck mich am Arsch, sie lebt! Nadine, sie ist hier! Alles okay da unten? Ja, bis Sam seinen Arsch erwähnen musste. Wo seid ihr? Am Funkturm. Nadine, siehst du einen Weg hier rauf? Fraser, wir suchen etwas, woran du dein Seil festmachen kannst. Ah, klingt nach einem Plan. Komisch, dass ich immer die Kackwege kriege hier, weil ich immer vorgehe. Ich hab was für dich. Stütz das gegen diese Strebe. Ich mach ja schon. So, okay, komm rauf. Das klingt aber nicht gut. Oh oh. Da geht er nach. Der Himmel. Oh. Ich dachte, das war's. Chef, halt den Balken fest. Ich mach ja schon. Oh, Scheiße. Mann, der sah so stabil aus. Danke, zwei. Gut gemacht. Ja, nicht schlecht. Wo es doch ihre Idee war. Naja, hat ja irgendwie doch funktioniert. Du hast also nie über Shoreline reden. Ich schwör's dir, ich hab von seinen Männern bloß erfahren, dass die indische Armee seine Zulieferkette abgeschnitten hat und sie Hilfe von draußen braucht. Asaf muss verzweifelt sein.
Ja, ich meine, aha. Fräulein würde von jedem Geld nehmen. Ich meine... Das ist... Stimmt. Wo soll es denn jetzt entschieden? Hm. Warum mauern die denn? Wir könnten die Mauer raufklettern. Aber es ist zu hoch, keine Räuberleiter. Welche Mauer? Klar, oder was? Wo soll es jetzt hin? Warte, da ist das. Wo ist hier das Hochklettern? Nirgendwo, also muss ich woanders hinbringen, okay. Ach, da wollen wir durch, oder was? Ja, schon wieder. Ich glaube, das könnte echt funktionieren. Du könntest ja auch helfen, wenn du wolltest. Nee, lass mal, ihr zwei schafft das. Hä? Ach so. Ah. Es klemmt. Hilfst du mir? Klar. Enu, nun komm. Da, alles vorbereitet. Zurück zum Wagen. Die Kamera drehen und erst ein paar Klicks. Hast du geschafft? Damn, voller Sack, helf mal mit, ey. Das habe ich nicht erwartet. Seid ihr okay? Ja. Ja, aber damit kommen wir wohl nicht mehr rauf. Ja, aber vielleicht kommen wir irgendwie hindurch. Nein, bringt nichts. Hier ist alles dicht. Ah, toll. Wir dürfen nicht aufgeben. Bisschen hoch. Sam, du kommst doch ganz bestimmt an die Leiter ran. Komm schon, Räuberleiter. Ich helfe dir. Je mehr, desto besser. Klar, das macht mir gar nichts aus. Wir warten nur auf dich. Schön, halte aus. Oh, shit! Sorry! Sind da oben zufällig irgendwelche Leitern, Sam? Ich sehe mich mal um. Das waren ein paar echt abgefahrene Tage, was? Ja, naja. Ich hätte nicht erwartet, dass Sam Drake wieder in mein Leben tritt. Weißt du, ich war mir auch nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Musste dich etwas auf die Probe stellen. Zum Beispiel mich 2 Stunden in der Kriegszone warten zu lassen? Das war schon eine Geduldsprobe. Also, in dem Fall habe ich mich echt nur verspätet. Auf dem Markt war so ein kleines Mädchen, das mir ein Tuch verkauft hat. Hat sich einfach nicht abschütteln lassen. Der ist glaubwitzselig. Tom ist ein Schatz, sie ist. Hey, geht ihr zurück zu den Schienen? Ich habe hier was, das könnte klappen. Ja, wir kommen! Hä? Hier raus? Meint ihr jetzt draußen? Okay, Sam. Was hast du entdeckt? Ich habe eine Kiste entdeckt. Das war ja klar. Hier, ich schieb sie runter. Warte, die allein ist nicht hoch genug. Oh, stimmt, hast recht. Ja, dann musst du das Ding wieder zurückschieben, wa? Wir schieben den Wagen. Na bitte, hast eine ganz schön Kessel rüber. Eine was? Na, rüber halt, dein Kopf, deine grauen Zellen. Das war ein... Da klang's aber gar nicht. Das war ein Kompliment, verdammt doch. Ja. Und wieder zurück zu dem Ding. Hä? Wollt sie? Sagen, wir müssen ein bisschen gelockert sein, ne? Ihr zwei macht das echt super da unten. Okay,
Bereit. Alles klar. Bombe los. Yay, was da drinne? Perfekt. Dann los. Okay, komm drauf. Erzieh, Miss Ross. Nenn mich nicht so. Tja, als Profi ist man eben höflich. Na, in dem Fall. Nenn mich Ma'am. Ja, nein, das kann ich nicht. Hä, da hat doch noch einen Schatz. Warte mal, muss denn durch die Höhle gehen, um den Schatz zu holen? Ich glaube schon. Den nehme ich nochmal mit. Da. Yay, yeah, was ist denn? Oh, hey, muss ich übersehen haben. Schnupftabak oder... Das ist zum Nachfüllen von einer Muskete. Ich habe keine Ahnung. Ja, schön, dass du nicht ranspringst. Mein Seil nehmen. Geh vor, er kann meins nehmen. Ich bin endlich im Seilclub. Alles okay, na los! Hier, ich hab dein Seil. Danke. Na großartig, das wird ja immer besser. Mit Asafs Männern und Shoreline müssen das mindestens ein paar Dutzend Leute sein. Moment. Was ist in der Kiste? Waffen. Munition vielleicht? Vielleicht. Ich dachte, Shoreline handelt nicht mit Waffen. Wir... Sie tun das auch nicht. Vergesst die Kiste. Wo ist der Stoßzahn? Also da ist Asaf mit... Orca. Wer? Mein ehemaliger Leutnant. Ich erinnere mich an den. Ja, da ist er mit seiner schicken Fokuhila. Stimmt? Ja. Sie hat's kapiert. Okay, die Sache ist gelaufen. Dein Freund Orca hat den Stoßzahn. Aber nicht mehr lange. Hey, wo, stopp! Wir brauchen Plan, Leute. Wie gesagt, da drin sind ein paar Dutzend Männer. Bleib locker. Dann lebst du länger. Ich bin so stolz. Was passiert hier? Ja. Sichern, Leute. Nichts Neues von den Wachposten, also säubern wir das Gebiet. Passt besonders auf Miss Ross auf. Roger. Na toll. Der Heli hat abgehoben. Ja, da fliegt unser Zahn. Nein. Ein Dutzend Männer, das sind 12 Leute, das heißt... Du meinst uns? Holen wir den Vogel runter. Ich mach mal. Was? Oh. Gut, das war nicht so gut. Das war nicht so super. Wo kann ich da hin? Nein.
räumen hier erst noch auf. Den Helikopter soll ich irgendwie runterholen. Okay, Ist ja schön, dass ich gerade nicht weiterkomme. Er hat eine Schrotflinte. Okay, das war schon wieder. Das dauert wohl ein bisschen länger. Oder nicht? Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Mein Teammates können mich auch ein bisschen mehr unterstützen. Hier machen sie aber irgendwie nichts. Nervt mich gerade so ein bisschen. Die rennen einfach doof in der Gegend rum, war nix. Ja gut. Ja, komm. Da kommt einer rechts, meine ich. Wow.
wieso stellst du dich da in die Ecke? Achtung, ich sehe keinen Sprengstoff mehr! Haben wir auch einen Plan B? Orca darf uns nicht entkommen! Wir müssen doch irgendwas tun können! Boah, krass, Alter. Boah, was ist das hier für ein Fight, ey. Keine Waffe. Was für eine fucking Seile, Mann. Da! Wir können uns mit Seil am Helikopter festmachen! Das ist Ehre! Auf der Treppe! Oh. Was für Seile, Mann. Bereit? Bereit. Krass.
Was zur Hölle hast du mit meiner Firma gemacht? Sie erstmal profitabel gemacht. Das war eine rhetorische Frage, Süßer. Ich hätte dich auf dieser verfluchten Insel erschießen sollen. Schön wär's. Hätte ich nicht miterleben müssen, wie du die Biege machst. Okay, aber diskutiert euren Scheiß ein anderes Mal. Klar? Stoßzahn, bitte. Ihr beiden? Partner? Entweder du hast ein beschissenes Gedächtnis oder du bist verzweifelter, als ich dachte. Hey, heute bekomme ich von allen Seiten ab, was? Ich bin nicht derjenige, der Waffen an aufständisches Gesindel vertickt. Ah, das ist es. Das ist es. Du denkst einfach immer zu klein. Denkst du wirklich, ich hätte das hier gegen Munition eingetauscht? Ist mir völlig egal. Her mit dem Stoßzahn! Verdammt. Du verpasst noch das Feuerwerk, Mann. Ich sag's nicht nochmal. Okay. Fang! Runter! Gut geschossen. Danke. Die Streuung ist etwas groß. Jetzt runter von mir. Ja, okay. Darf ich mal kurz sehen? Hey, ein Drittel davon gehört mir. Du teilst mit Chloe. Okay. Ich weiß, du bist neu in der Branche, aber so funktioniert das nicht. Sie ist als Servicepauschale. Hey, warte mal einen Moment, Herrgott. Das ist eine Bombe. Was? Oh mein Gott, Asaf hat den Zahn ausgetauscht. Gegen eine Bombe. Feuerwerk. Das ist groß. Ja. Die Gleise führen direkt durch die Stadt. Durch den Markt. Dann finden wir die nächste Stadt und alarmieren die Behörden. Es ist zu spät. Wenn das Ding hochgeht, sterben Tausende. Und das ist absolut furchtbar. Aber wir haben das, was wir wollten. Ich... Was? Du willst nicht ernsthaft diesem Zug folgen? Okay, schön. Und hast du auch einen Plan? Darauf wird in dieser Organisation kein großer Wert gelegt. Und du lässt sie das ernsthaft tun? Nein, ich... Ich meine, sie hat irgendwie recht scheiße, ich weiß es nicht, okay? Das ist nicht unser Kampf. Das hast du selbst gesagt. Und wenn du den Zug einholst, was dann? Du kannst die Bombe unmöglich entschärfen. Du hast recht. Gut. Gut, also, wir informieren die Behörden und... Das ist nicht unser Kampf, sondern meiner. Wenn die Bombe... Wenn der Stadt hochgeht, gibt es einen Bürgerkrieg. Ich kann nicht wegsehen. Ich will nicht mehr wegsehen. Du wirst sterben. Damit kann ich leben. Hey. Hebt meinen Anteil am Zahn auf, okay? Für alle Fälle, ja? Du wirst mich doch nicht allein mit dir lassen. Raus! Nein. Ich sitz vorne. Gut. Ich sitz hinten.
Was? So, okay, Endstation, Kapitel 9. Ja, das sehen wir beim nächsten. Wird, danke fürs Zusehen und dann, ja, reingehauen. Wir dürfen den Zug nicht verlieren!